Es waren wahrhaft tragische Botschaften, die der scheidende EZB-Chef heute zum Besten gab. Die entbehren nicht einer gewissen Tragik, denn es ist schlichtweg so, dass die EZB vor den Trümmern ihrer Politik steht. Und der Verweis von Mario Draghi, man habe so unglaublich viele Instrumente, mit denen man auf eine Krise reagieren könne, der greift doch ins Leere. Was hat denn die EZB für Möglichkeiten? Eben nicht mehr viele, weil der Zins eh schon bei Null ist, respektive der Einlagezins negativ ist. Immerhin, Draghi wollte so etwas wie einen Draghi-Put geben, ähnlich wie den Powell-Put, den wir kürzlich gesehen haben. Aber der Powell-Put hat eben noch mehr Potenzial, weil eben die Fed wirklich die Zinsen nachhaltig senken kann. Mario Draghi kann das nicht mehr. Es war zunächst mal so ein bisschen enttäuschend, dass die EZB die Konditionen für TLTROs, also für diese Liquiditätstender für Banken, nicht so wirklich günstig gestaltet hat. Da hatte man sich Besseres erhofft seitens der Märkte, aber dann die Zusicherung, okay, wir werden mindestens bis das ganze erste halbe Jahr 2020 die Zinsen nicht anheben. Damit rechnet sowieso niemand, dass da irgendwann nochmal eine Zinsanhebung kommt. Und dann vor allem in der Pressekonferenz hatte Draghi nochmal Dovisches versucht, gesagt, ja, manche Kollegen, die wollten da mal über eine Neueinführung des QI nachdenken. Und ja, wir könnten zum Beispiel den Zins nochmal senken. Gemeint ist der Einlagezins, der ohnehin schon bei minus 0,4% steht. Das ist natürlich eine frohe Botschaft für die Banken, wenn die ganze Geschichte noch teurer wird. Und es sollen ja die Banken sein, die von diesen TLTROs profitieren. Also es ist eigentlich ein Trauerspiel, weil die EZB eben feststellt, unsere Politik wirkt irgendwie nicht. Wir haben so lange einen Negativzins und das ist ja ein einmaliges Experiment, dessen Ausgang noch völlig ungewiss ist. Und jetzt säuft irgendwie die Konjunktur ab, die Inflation geht nicht so wirklich nach oben. All das, was die EZB sich erhofft hat, ist nicht wirklich eingetreten. Dann vor allem interessant der Verweis von Mario Draghi mit Blick auf die Anleihenmärkte. Ja, was da eingepreist sei, sei offenkundig viel schlimmer als eben der Handelskrieg. Und da gibt es also eine große Differenz zwischen den Anleihen und der Auffassung der EZB, was die Zukunft betrifft. Und wir sehen heute insgesamt wieder fallende Anleiherenditen in den USA. Um das mal hier zu zeigen, ist die Zinskurve jetzt den 11. Tag negativ, nämlich die Zinskurve zwischen den dreimonatigen US-Staatsanleihen und den 10-Jährigen. Wir haben die Situation, dass die Märkte offenkundig in Sachen EZB zumindest so ein bisschen ins Zweifeln kommen, wie das hier Sven Henrik wieder mal treffend dargestellt hat. Er hat gesagt, stell dir vor, Mario Draghi kündigt so indirekt ein bisschen QI an und die Aktienmärkte gehen trotzdem nach unten und der DAX hat heute leicht negativ geschlossen. Nicht dramatisch, aber es ist eben auch kein Feuerwerk, das man eigentlich hätte erwarten können, wenn die Perspektive auf Zinssenkung respektive QI wieder gegeben ist. Und wir sehen, dass kaum 6 Monate nachdem die EZB eben ihr QI beendet hat, schon wieder der Gedanke offenkundig da ist, diese Maßnahme, diese Anleihekäufe wieder einzuführen. Das ist natürlich ein starkes Stück. Insgesamt sind die Anleihemärkte derzeit die Taktgeber und die sind sehr, sehr krass unterwegs, kann man sagen. Inzwischen nämlich preisen die US Fed Fund Futures 4 Zinssenkungen eine bis zum Ende 2020, während die Fed noch in ihren Projektionen von einer Zinsanhebung bis Ende 2020 ausgeht. Also hier auch wieder die massive Divergenz zwischen der Auffassung der Notenbank, zumindest der offiziell geäußerten, und den Anleihenmärkten. Da kommt einiges ins Rutschen. Die Anleihenmärkte spielen hier ein völlig anderes Szenario als die Notenbanken. Mithin glauben also die Anleihenmärkte den Notenbanken nicht. Was haben wir noch? Wir haben die Situation, dass wir doch eine relativ große Differenz auch haben inzwischen zwischen dem S&P 500 und den sogenannten High-Yield-Bonds, die hier als ETF gehandelt werden beim OAS. Wir sehen, dass die High-Yields sich deutlich schlechter entwickeln, mithin also steigen die Risikoprämien. Und heute hat wieder ein FED-Mitglied, nämlich Kaplan, gesagt, also das, worauf ich am meisten gucke, das sind die Credit Spreads, also die Differenz zwischen den sogenannten Investment Grade Bonds und den High Yield Bonds, also den Junk Anleihen, wenn man so will. Das alles ist jetzt auch einer Situation geschuldet, dass die Risikoprämien weiter steigen, dass eben in Sachen Handelskrieg sich hier nicht wirklich etwas Verbesserung abzeichnet. Trump hat heute gesagt, ja,
Ich werde bald entscheiden, ob ich die Zölle für die restlichen 300 Milliarden an chinesischen Importen anheben werde. Klang eher so ein bisschen nach ja, denn derzeit läuft nichts zwischen den USA und China. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Trump-Beraterin Mercedes Schlapp, die gegenüber dem Trump-freundlichen Sender Fox News gesagt hat, naja, also die Mexikaner, die bieten nicht genug an. Dementsprechend sind wir auf dem Weg, eben jetzt die Zölle auch gegen Mexiko einzuführen. Und das hört die Wall Street nicht so fürchterlich gerne. Schauen wir uns eben mal auch die Wall Street an. Wir starten mit dem S&P 500, der heute zunächst mal wieder in Euphorie gestiegen ist über die Hoffnung auf Zinssenkungen. Jetzt ist man mehr oder weniger flat, bewegt sich also nicht so wirklich von der Stelle, aktuell 2830 Punkte. Wir sehen den Dow etwas freundlicher. Der kann leicht zulegen auf 25.609 Punkte. Wir sehen beim Nasdaq ein ähnliches Bild, der aktuell bei 7.229 Punkte hantiert. Der Russell 2000, der Nebenwerteindex, ist doch ziemlich deutlich im Minus. Wir haben also auch hier eine Divergenz an den Märkten, vor allem zwischen Dow Jones, den sogenannten Multinationals, den großen Dow-Konzernen oder den großen international tätigen Konzernen und den kleineren, auf den Binnenmarkt der USA fokussierten Unternehmen. Aber was hat Mario Draghi eigentlich mit dem Euro angestellt? Und da gibt es eben auch Erstaunliches zu sehen. Der Euro nämlich, der steigt tendenziell. Wir sind erst nach oben gegangen, dann ziemlich abverkauft, mal runter auf die 1,12, als eben Draghi sagte, ja, manche haben da schon über QI ein bisschen nachgedacht und wir könnten ja die Zinsen senken, nämlich den Einlagezins, da ging es nochmal runter, aber der Markt glaubt dem irgendwie nicht mehr so wirklich. Dementsprechend der Euro fasste bei der 1,13er Marke. Wir sehen, dass Gold weiterhin bullisch unterwegs ist, 1338, und dass nach wie vor eine große Divergenz auch besteht zwischen Gold und dem Ölpreis, der aktuell bei $51,73 steht beim WTI-Öl. Also die EZB hat fertig, würde Mario sagen. Mario Draghi hat fertig, sowieso bald, jetzt schon im Oktober. Aber die EZB wirkt ratlos. Was soll man tun? Was kann man tun? Und der Verweis, dass man so viele Instrumente hat, der wird von dem Markt nicht mehr geglaubt. Die Zollgeschichte ist offen. Die Märkte sind weiter optimistisch, dass die Zölle gegen Mexiko nicht kommen, mit dem Argument, naja, Mexiko kann sich das gar nicht leisten. Aber Trump wird sehr, sehr viel fordern. Ob Mexiko das überhaupt geben kann, ist eine ganz andere Frage, ob das Mexiko leisten kann. Und wir haben die Handelskriegsthematik zwischen den USA und China, das übergeordnete Thema. Und da zeichnet sich alles andere als eine friedliche Koexistenz zwischen den beiden Ländern ab. Vielmehr, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Zölle auch gegen die restlichen Waren aus China kommen werden. Das ist derzeit die Situation. Ich wünsche das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Ciao.